Hallo, mein Name ist Oliver Hipp von golfballs.at und ich zeige Ihnen hier ein paar Demos vom Skytrain Golf. Wie Sie sehen, ist das Gerät sehr klein, ungefähr 1 Kilogramm schwer. Ich zeige das danach noch ein bisschen im Detail. Der Ball wird so ca. 30 cm links vom Ball abgelegt. Was man jetzt hier nicht erkennen kann, dass man mit einem Laserpointer das Ganze markieren kann. Ein paar Schläge machen, mal schauen, ob das funktioniert. Das Ganze ist da jetzt ein Erneuereisen. Ein sehr, sehr gerader Schlag. Schauen wir, was das Skytrack zeigt. Ja, 137 Carry in Yards, das wird doch irgendwie hinkommen. Wie man das sehr gut erkennen kann, sieht man hier sozusagen einen ganz, ganz kleinen Laserpunkt, wo der Ball draufgelegt werden muss. Bei unseren Rennspielen, da sieht es da ein bisschen, die da sehr, sehr plädiert schon sind, ist es ideal, wenn man sozusagen diese Seite, wo das Renn steht, seitlich hinlegt. Ich habe bemerkt, dass man damit eigentlich die besten Ergebnisse erzielt, dass auch Fehlmessungen eigentlich so gut wie gar nicht mehr passieren. Also sprich, wenn man das so hinlegt, dann machen wir da jetzt einmal kurz einen und Schlag damit. Sie sehen da diese drei Leuchten oder drei Lampen an der Seite. Jetzt mal einen kurzen Schlag machen. Wenn das Gerät den Schlag aufgenommen hat, leuchtet die obere Lampe rot. Sobald das Ganze aus ist, wird dann auf dem iPad sozusagen gleich einmal das Gerät bzw. die Messung angezeigt. Ich werde das iPad, also wie gesagt, Ball hierher legen. Schauen wir da mal, genau so, das kann man halbwegs gut erkennen. Wenn wir da mal so ein bisschen einen Pitch mit einem Neuneisen versuchen. Wie gesagt, Ball liegt, wenn man sich das anschaut, so circa 2 Handbreit, also so knapp eine iPad-Länge entfernt. Es gibt für das Ding da auch ein Security Cradle, also sprich so eine Art Schutzbox, damit man das Ding nicht kaputt machen kann. Normalerweise sollte es beim Vollsocket auch nicht passieren, dass der Ball da reingeht. Es kann natürlich vorkommen, ist aber im Regelfall eher unwahrscheinlich. So, machen wir da mal so einen Pitch noch einmal. Stativ steht mir da Gott sei Dank nicht so wirklich im Weg. War auch wieder ein bisschen links gepult, hätte ich mal gesagt. Ja, sieht man auch sehr, sehr gut. Also 110 Meter, also 9er Eisen. Ganz leicht geschlagen, 61 Meilen Schwunggeschwindigkeit, 89 Ball Speed 2846. Ein super Feature, was wir finden, ist einfach zum Beispiel das Alignment Mode. Ich hoffe, das kann man jetzt auf der Kamera hier erkennen, aber Sie sehen da, dass jetzt hier zwei Laserpointer entstehen. Und das ist wirklich spitze. Wenn Sie jetzt schauen, kann man hier sozusagen hergehen und mit einem Tourstick sich seine Linie legen. Das heißt also, ich kann mir immer gerade ausrichten, weil es natürlich sehr, sehr wichtig ist, dass das Gerät gerade ausgelegt ist. Dass man da jetzt sieht, wenn man nach vorne schaut, jetzt geht es im Prinzip hier zur weißen Fahne. Das sieht man natürlich auf der Kamera nicht so gut. Nichtsdestotrotz kann man das sehr gut alignen, also sprich, man kann es sehr gut ausrichten. Leider das Problem wie bei teilweise anderen Geräten, dass man das teilweise gar nicht erkennen kann. Ganz wie gesagt, auch hier 60er Wedge, haben wir so 25 Meter, also in der Range sind 25 Meter, versuchen wir mal das zu erreichen. Ich schätze mal diese 21 Meter. Ja, die hat auch gemessen 22 Yards, also 20 Meter. Das kann man in unserer Range sehr gut erkennen, wenn man auf der Kante aufkommt, sind es genau 23 Meter. Der Ball liegt ungefähr 2 Meter davor. Also es dürfte hingehauen haben. Machen wir das Ganze noch einmal. Warte Spur weiter, hätte ich mal gesagt, zu 25 Meter. Wenn man die Yards misst, misst 28 Yards Carry. 26 Hertz Carry, also das kommt sehr, sehr gut hin. Das wird gespitze. Wie gesagt, Ball zum Beispiel so jetzt herlegen einmal, haben wir schon die Erfahrung gemacht, dass das manchmal nicht gut misst. Kommt ein bisschen auf den Ball drauf an. Den hat er natürlich jetzt gemessen. Genau, also wie gesagt, idealerweise, wenn man auf der Range steht, bietet sich an, dass man so ein bisschen einen Radreferenzpunkt einfach der Kamera gibt. Also sprich, dass der Ball sich dementsprechend drehen kann. Wenn die Dimples nicht mal ganz so gut sind, indoor mit richtig neuen Bällen sollte das alles kein Problem sein.
Noch mal. Sehr, sehr gut. Also ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, wieder 25 Meter weit war der. Was misst er? Ja, jetzt 27 Carry. Also, das ist für das Geld einfach ein Wahnsinn in Wirklichkeit von der Qualität her. Schauen wir uns das Gerät mal ein bisschen im Detail an. Wenn man das anschaut hier, man sieht hier, oben ist der Laserpointer, die drei Lampen, die verschiedene Betriebsmodi haben. Hier drinnen sind diese beiden Kameras mit diesen Infrarotblitz. Man sieht hier einen Ausschalter plus Ladekabel. Hinten ist eine nichts und unten könnte man es theoretisch sogar noch am Boden festschrauben, mit so einer Halterung respektive den Bodenausgleich machen. Wichtig ist nur, das haben wir schon bemerkt, ist, dass das Ding einfach ebenerdig stehen muss, also auf der gleichen Höhe wie der Ball ist. Also wie gesagt, hier am besten mit der Matte. Es bietet sich auch zum Trainieren am besten an, dass man das auf der Matte verwendet. Also im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr toll für den Preis. 2390 oder 2350, wissen wir nicht ganz genau. End-User Price. Gibt ein paar Apps, die dazu funktionieren werden, also wirklich toll. Golfsimulatoren-Spiele gibt es derzeit noch im Beta-Status. 1. November, 1. Dezember werden dann die ersten Geräte rauskommen. Ich schätze mal, unterm Strich wird es so sein, dass man wahrscheinlich mit so Mitte bis Ende Dezember rechnen wird müssen, dass das alles auch in Europa funktioniert. Die ersten Tests sind wirklich sehr, sehr vielversprechend. Ich hoffe, dass wir bald da Beta-Zugang kriegen zum WGT, respektive für das Game Golf Spiel auf der PlayStation 4. Wenn das ist, dann werden wir das sofort auf Video aufnehmen und auch wieder posten. Ja, machen wir dann mal Schlangenschläge. So. Man braucht da eigentlich jetzt nicht den Schläger auswählen, es ist eigentlich nur, damit man sozusagen, damit es zeigt, einfach eine andere Farbe vom Schläger kriegt. Macht also mal ein voll Warner Eisen. Ja, da war relativ gerade. Ein bisschen rechts oder links. Man hat einen sehr starken Wind heute. Ah, aber sehr links, genau. Also das ist ein 8er Eisen. Eisen 8 habe ich da jetzt da für 158 Carry. Das kommt ungefähr hin. Also Schlägerkopfdaten 88 Meilen, 115 Ballspeed. Ist im Prinzip genau das, was auch im Normalfall ein Flightscope bei mir anzeigt. Also das kommt hin, 85 habe ich im Schnitt. 150. Und flacher auch mal raus. War sehr, sehr flach jetzt da. Links gepult. Ja, sieht man gleich natürlich. Ganz flache Flugkurve. Also wirklich sehr, sehr gut. Groß und Ganzen wirklich ein ganz, ganz tolles Gerät. 123 Yards Carry, 130 total. Das Total nimmt natürlich, das misst alle ein bisschen an. 6103 Backspin. Schauen wir dann noch einmal. Spüren wir jetzt einmal einen offenen Schlagfläche, also dass er rechts weggeht. Also richtig rechts, also ganz richtig rechts, also richtige Rechtskurven machen, schauen wir mal, was er da anzeigt, ja, 15 Yards, das wird schon hinkommen ungefähr, mit dem Wind war ein bisschen weiter rechts sogar, also im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr gut, vor allen Dingen für Indoor eine absolut Top-Option, ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr darauf, dass das Ding jetzt endlich da ist. Vor allen Dingen für Private wird das ist jetzt erst einmal möglich, eine Ballfluganalyse zu einem leistbaren Budget zu erhalten. Wenn Sie weitere Fragen haben, www.golfsimulator.kaufen oder www.golfballs.at. Mein Name ist Oliver Rippel. Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören.